Schon in den 80ern waren Heiner und Phipps beste Freunde und lebten in einer Wohngemeinschaft. Als Phipps vor 2 Jahren nach einer Wohnalternative suchte, zog er wieder mit Heiner zusammen und gründete eine, wie sie es nennen, Alters-WG. Für Phipps ist das gemeinsame Wohnen die beste Lösung, nicht alleine zu sein. Das Beste vom Besten. Oh, schau mal her. Wenn ich Zeit habe, koche ich. Heinrich kocht auch wunderbar. Also wir sind eine ideale Kombination. Ja. Die beiden Männer setzen auf Freundschaft und gemeinsame Interessen. Das ist auch die Idee vom Zusammenwohnen, das nicht nur finanzielle Vorteile mit sich bringt. Die Zukunft sieht Heiner gleich wie heute, in seinem Haus mit Fuchs. Es ist schöner, wenn man in seinem eigenen Haus oder in seinem eigenen Umfeld praktisch alt wird, als wenn ich jetzt irgendwo im Altenheim drin sitze. Ne? Der Fips, der hat es im Blut mit Leuten. Die beiden besitzen heute keine Schwabinger Bar mehr zusammen und die wilden Partys wurden auch weniger. Nein, mein Kind, der hübscher Kerl war. Dennoch schwelgen sie immer wieder gerne in den Erinnerungen an die gute alte Zeit. Heiner kann sich keinen besseren Mitbewohner vorstellen. Weil ich niemanden kenne an sich, mit dem ich solche Sachen erlebt habe oder so witzige und lustige Geschichten erlebt habe, wie mit Phipps zusammen. Ne? Das sind beste Freunde. Also das ist so. Aber das ist auch, das ist eigentlich über Freundschaft. Also Freundschaft ist ja etwas, was man so beiläufig sagt, na, wir sind befreundet. Aber das ist etwas, das hat einen tieferen Grund, glaube ich. Heiner und Phipps zeigen uns, dass gemeinsames Wohnen keine Altersgrenzen kennt.